Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Und meine Empfindlichkeit ist ein bisschen zu niedrig eingestellt, kleinen Moment. Ich habe ja meinen PC nochmal neu gemacht, deswegen muss ich das hier auch nochmal neu machen. Wie viel hatte ich? Hälfte? Ich weiß es nicht. Irgendwie so um den Dreh hatte ich bestimmt. Ja, klingt schon besser. So, ich bin wieder wach, Freunde. Das heißt, in den letzten Folgen war ich ein bisschen still und ein bisschen leise. Das lag daran, dass ich übelst übermüdet war, weil ich ungefähr an dem Tag, acht Stunden, glaube ich, oder so Portal aufgenommen habe. Und das bis um 5 Uhr morgens, fand ich so schön. So, beziehungsweise es war schon schön. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nicht aufgehört habe. Ich habe so ein Gefühl, dass ich da runterspringen muss. Erstmal setze ich da einen Punkt hin und dann, kann ich das von hier aus schon regeln? Ich weiß nicht, ich springe einfach mal. Okay, und jetzt? Ich soll da wahrscheinlich darunter, ne? Ist der Knopf da oben ein Troll? Ich glaube, der Knopf da oben ist ein Troll, wobei das Ausgang. Gut, gehen wir erstmal darunter, würde ich sagen. Ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht. Aber runterspringen ist keine Alternative, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tassen, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Sensationell, oh ja. Ich weiß noch nicht, wie der Ton ist. Verzeiht mir, falls es zu laut oder zu leise ist. Hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Wie mache ich denn das, ohne runterzufallen? Es muss mit Timing zusammenhängen, ne? Ich glaube, Timing ist alles. Moment, was ist das denn für ein Raum? Ist das überhaupt ein Raum? Wenn ich das so mache. Geronimo! So, am besten ich mache das von hier aus. Zack. Ist das ein Raum? Ich habe so das Gefühl, das ist kein Raum. Das ist kein Raum. Oh Gott, okay, ich kann jederzeit rausgehen. Das ist schon mal positiv zu wissen. Aber, ich benutze einfach die Dauerschleife, um... Ach, kann ich ja gar nicht, ne? Also ich müsste... ziemlich Timing beweisen, muss ich sagen. So. Ich habe nur vergessen. Ich muss den blauen platzieren, ne? Den blauen muss ich platzieren, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, welches Scheißding ich da platziert habe. So. Ja. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh darüber. Ah! Warum kann ich dir beim Test nicht helfen? Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Er darf mir also nicht helfen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Warum war das gerade so langsam? Egal. Ich bin jetzt hier unten. Und jetzt? Bringt's das nicht, oder? Was ist das denn? Hä? Wieso drehe ich mich manchmal so langsam? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich... würde das so machen, aber ob das jetzt Sinn hat? Das Ding ist, ich muss da hoch. So, hier kann ich tatsächlich ein Portal erstellen. Jetzt habe ich mich erstmal hier festgehangen. Irgendwie. Okay, das muss zu lösen sein. Ich muss sagen, so ein schweres Rätsel hatte ich schon lange nicht mehr. Und Maus, würdest du bitte aus dem Bild verschwinden? Tests, die hier so rumlagen. Ja. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell.
Gott, bin ich blöd. Oh, meine Fresse. Sorry. Wo hat mein Kopf da nicht mitgespielt? Ich hab doch extra hier sogar noch ein Portal raufgesetzt. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst. Oh. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. So. So viel dazu. Wir platzieren da mal ein. Nee, das war falsch. Da. Da. Gerade noch gerettet, Zero. Gerade noch gerettet. So. Ja, easy going, ne? Oh, ja, guck mal, meine kleinen. Guck mal, Miet. Ich muss noch kurz mal in die Steuerung gucken. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Beschleunigungsfaktor. Keine Ahnung, was der Beschleunigungsfaktor ist, aber wir machen es einfach mal. Was ist das? Mausbeschleunigung? Ich habe keine Ahnung. Einfach überall draufdrücken. Also mit der Maus ist natürlich alles easy schnell. Aber ich spiele ja mit dem Controller, das ist ja ein bisschen entspannter. Okay, ja, jetzt haben wir das Viech. Oh. Oh ja, gut gemacht. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die... Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's wert. So. Er darf uns nicht sagen, was die Lösung ist, und deswegen wurde er gerade bestraft. Dafür, dass er gesagt hat, nein, du musst es auf den Knopf drücken. Gute Nachricht, die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Hallo? Zeitbasiertes Rätsel? So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nö. Merk ich nicht, nö. So. Ich muss höchstwahrscheinlich an den Schalter rankommen. Da kommt wieder so ein Viechdingens raus. Da ist der Knopf, das heißt, es muss von da kommen. Auf dem Boden kann ich was platzieren. Das heißt, im Endeffekt muss ich da nur rüberkommen. Nur wie ist mir ein bisschen schleierhaft. Ich kann natürlich auch selber auf den Knopf drücken, oder? Jetzt drücken wir mal selber auf den Knopf. Jetzt sind wir ja schnell genug, um durch die Tür zu kommen. Oh, okay, gut. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. So, wenn ich... Ha! Easy going, Alter. Ich bin der Rätselmeister, Freunde. Der Rätselmeister. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich habe dezent einen Plan, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Kann ich den grabben? Nö. Reicht das bereits aus? Jawohl. Was bist du? Ja. Bullseye. Ja, zumindest haben wir hier gespeichert. Hätte schlimmer sein können, oder? Finde ich auch. Da habt ihr recht. Hätte schlimmer sein können. So, dann machen wir einen auf den hier. Lassen dich erstmal los. Wehe, du läufst weg. Ich könnte mir vorstellen... Ich muss doch irgendwie zurückkommen.
meine, ich könnte da ein Portal hin machen und dann dahin. Das bringt mir dann aber nur ein Furz. Ja. Okay, mein Versuchskaninchen. So. Komm mal zurück zu mir. Wie komme ich da jetzt wieder rüber? Ich glaube, da hinten hinspringen kann ich nicht, ne? Im Leben nicht hin. Gut, für irgendwas muss die Zielscheibe gut sein. Ich weiß nur noch nicht, wozu. Kann ich mir noch so ein Ding holen? War ja was. Okay, also. Sie konnte mal zoomen, so, ne? Was war die andere Taste? Ich weiß nicht. Der Strahl müsste von da kommen, aber das kann ich nicht hinkriegen. War da irgendwas? Wenn ich springe, ist das auch ein bisschen blöd. Das bringt mir herzlich wenig, oder? Ja. Da komme ich so nicht hin. Moment mal, Leute. Ich mache einfach einen auf den hier. Komm mal mit, Kleiner. Oder springe. Wo ist das Problem? Hier, kannst da bleiben. Hey! Sag, du sollst da bleiben. Jetzt hört doch nicht mehr auf mich. Ha! Easy. So, genau da bist du. Ja, hörst du wohl auf wegzulaufen? Ha! Shit, ich hätte mitkommen sollen. So unfair. Kann das Ding bestimmt doch nicht hochwerfen, oder? Alter. Geh da rein! Bitte! Ja, dann komm, leck mich doch. Nehme ich dich mit. Na, Kleiner? Oh, nun geht's los. Wie? Oh, sprich ruhig weiter. Oh, wie enttäuschend. Wieso? Ich dachte, du willst, dass ich die Rätsel löse. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Was passiert schneller als gedacht? Dass er verrückt wird? Naja, auf zum nächsten Test, Freunde. Huiuiui. Langsam wird's echt sehr anspruchsvoll. Übrigens. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Ja, übrigens habt ihr gemerkt, dass sich der Ladebildschirm geändert hat. Und die ersten Weather. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Faustbäckchen. Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem. Ich will, dass er dich fasst. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Belebe ich sie wieder? Oh nein. Okay, das ist verdammt crazy. Irgendwas soll ich mit dir doch anstellen, oder? Aber ich habe hier keine Wände.
Moment. Du bist anziehend, oder? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gemacht von mir. Ja. Abstoßen, anziehen. Abstoßen, anziehen. Und ich kann dich nicht auf den Knopf drücken, packen, oder? Ups. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Hat damals bei Portal 1 funktioniert, dass man die Dinger draufgestellt hat. Jetzt geht's aber nicht mehr. Naja, tschüss. Ich weiß gar nicht. Was willst du da überhaupt tun? Moment, ist das der Würfel da unten? Der Würfel, ne? Da kommt er wieder. Folgendes werden wir tun. So habe ich mir das vorgestellt. Tschüss. Nee, so läuft er weg, ne? So läuft er weg. Wieder auf den Kopf stellen. Da kannst du nicht weglaufen, mein Freund. Ich beobachte dich. Hallo. Ich nenne dich jetzt Fred, weil Fred mich immer begleitet. Oh. Da soll ich hin. Ach, ich weiß. Oh, das ist ja eigentlich eine fiese Nummer. So. Aha! Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Ein bisschen. Vielleicht macht er das nicht. Kann ich verstehen. Du bist halt ein bisschen crazy, ne? Ich meine, er ist wahnsinnig geworden. Da steht's gleich. Da. Hallo Maus. Schön, dich wieder zu sehen. Nee, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube, das war schon immer so. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Er dreht voll durch. Ich hoffe, ihr könnt das hören. So, jetzt bin ich hier. Da ist ein Knopf. Brauche ich nur noch einen. Achso. Der kommt von alleine zu mir, ne? Aber wenn ich da etwas draufstelle, wird es angezogen. Haben wir noch das Ding hier? Wird uns so nach oben. Aber nicht exakt. Es wird langsam echt knifflig hier, ne? Wie schaffe ich das, da höher zu kommen? Ich kann natürlich einen auf den hier machen. Aber das war's auch. So, lass uns mal ein bisschen Überblick sammeln, ne? So, da kommt der Stein raus, aber ich muss erstmal zum Hebel, damit ich irgendwas bewirken kann. Ich muss springen. Alter. Das gab's schon lange nicht mehr, diese Springfunktion.
So, dann packen wir da den hin. Hallo, mein Freund. Schön, dass du hergekommen bist. Aber du darfst nicht wegkrabbeln. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Tja. So langsam hat er keinen Spaß nämlich mehr dran, dass ich die Rätsel löse. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Hat nicht funktioniert. Ich hab Leertaste gedrückt. Ein Bluescreen, Freunde, den hatte ich letztens auch. Nicht so schön. Nicht so schön. Kann ich euch sagen. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Ich bin nicht. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Wir gehen zu ihm. Ist der blöd? Was machen die da unten? Wieso sind die da unten eingesperrt? Das sind sie gar nicht. Das ist fies. Ich höre einen Würfel. Der Würfel ist da drinnen. Hier kriegen wir so ein Ding ins Kirchens. Nur ist es schräg. Und wir können nicht drauf laufen. Wir könnten natürlich das Ganze unterbinden hier. Hilfe! Nein! So, und hier ist dann der Knopf. Das ist gemein! Es war eine Falle. Es war einfach eine verdammte Falle. Na gut, Freunde. Ich würde sagen... Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich guck mal, ob der Sound gestimmt hat. Ansonsten wird morgen alles natürlich wie immer sein. Gute Sound, gute Tune, gute Zero. Haut rein, euer Zero. Tschüss.